Seit Jahrzehnten beobachten Gynäkologen, dass Babys bei der Geburt immer schwerer werden und auch immer größer und auch mit einem breiteren Schulterumfang zur Welt kommen. Gleichzeitig stellen Neurophysiologen fest, dass bestimmte Parameter und Eigenschaften der Intelligenz größer werden, besser werden. Das alles sind Indizien für eine Hypothese, die möglicherweise bald Realität wird. Nämlich, dass etwas zu erwarten ist und etwas vor der Tür steht, nämlich der neue Mensch, den die Evolution vorbereitet hat. Dass wir nicht der Schlussstein der Evolution sind, das glaubt die Wissenschaft schon lange. Dass allerdings dieser Quantensprung der Biologie unmittelbar vor der Tür stehen kann, das überrascht uns alle. Und das deckt sich auch mit einer Grundstimmung in der Bevölkerung, nämlich dass das hedonistische Zwischenspiel der zeitgenössischen Epikureer, die in ihrem Komforttreibhaus dieser Welt leben, dass das eigentlich Schwierigkeiten macht und bis zu einem gewissen Grad auch beendet werden soll. Mutter Natur hat über eine Milliarde von Jahren das Leben durch viele Krisen geführt und hat sich jetzt offensichtlich etwas ganz Besonderes ausgedacht. Eine besondere Geschichte, mit der sie jene Probleme lösen will, die wir momentan nicht lösen können, nämlich mit einem Evolutionssprung und mit einer Verbesserung, mit einer Steigerung des Bewusstseins. Möglicherweise lernt der neue Mensch weniger polymorphil zu sein, das heißt, das Wort Krieg aus seinem Vokabular zu nehmen. Möglicherweise wird er auch nicht mehr so überwuchernd und überbordend sich reproduzieren. Möglicherweise wird es ein neues Erdzeitalter werden. Und das könnte bald der Fall sein.